Hi, mein Name ist Dorothy und ich will euch die Geschichte meiner ersten Liebe erzählen. Aber glaubt nicht, es sei ein typisch tränenvolles Melodrama. Nein, was mir passiert ist, war eher ein Psychothriller. Ich hatte nicht erwartet, dass irgendetwas davon passieren würde. Seid ihr schon interessiert? Dann abonniert den Kanal und hört euch an, was mir passiert ist. Vor nicht allzu langer Zeit mussten meine Eltern in eine Kleinstadt in einem Staat im Süden ziehen. Es war eine ganz gewöhnliche Stadt und ich musste dort zu einer gewöhnlichen Schule gehen. Ehrlich gesagt habe ich mir Sorgen darüber gemacht, Teil einer neuen Klasse zu sein und ob ich dort Freunde finden würde. Doch der erste Tag zeigte, dass ich mir um nichts Sorgen machen müsste. Die Kinder in meiner neuen Schule waren sehr nett. Außerdem habe ich schnell eine Freundin namens Ashley gefunden, die mir eine Schultour gegeben und mich ihren Freunden vorgestellt hat. Kein Wunder, dass wir am Ende des Tages schon so ziemlich beste Freunde waren. Mein erster Schultag war fast vorbei und ich wollte gerade nach Hause gehen, als ich plötzlich einen Typen im Flur gesehen habe. Er hat sofort meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ich konnte meine Augen nicht von ihm abwenden. Er war extrem gut aussehend und da war etwas an ihm, das mein Herz schneller schlagen lassen hat. Ich fragte mich, warum ich ihn nicht vorher schon in der Schule bemerkt hatte. Ashley sah, wie ich ihn anstarrte und sagte fröhlich, »Oh, hat er dich auch in seinen Bann gezogen? Das ist Ronald, der coolste Typ unserer Schule.« Ich konnte nicht aufhören, diesen Typen anzustarren. Für mich war er perfekt. Ich habe auf dem Weg nach Hause nur an ihn gedacht. Ich war so gedankenverloren, dass ich sogar vergessen habe, abzubiegen. Ich habe den ganzen Abend damit verbracht, auf den nächsten Tag zu warten, damit ich ihn wieder in der Schule sehen könne. Wie ihr vielleicht erraten habt, habe ich mich in Ronald verliebt. Ich bin jeden Tag nur zur Schule gegangen, um ihn in den Pausen sehen zu können. Nach einer Weile war das nicht mehr genug für mich und ich war bestimmt, ihn als festen Freund zu haben. Als Ashley meine Pläne gehört hat, lachte sie fröhlich. Das wird nicht funktionieren. Erstens ist er sehr cool und hat seine eigene Clique. Und zweitens hat er bereits eine Freundin. Ihr Name ist Melissa. Ashley hatte recht. Das würde nicht einfach werden, aber ich musste es trotzdem versuchen, weil ich nichts mehr wollte, als mit Ronald zusammen zu sein. Er kam immer mit seinem Motorrad zur Schule, also habe ich auf dem Schulparkplatz nach dem Unterricht auf ihn gewartet. Ein paar Minuten später kam er heraus und ging zu seinem Motorrad. Ich habe ihn, wie als wäre es ein Versehen, angerempelt und all meine Textbücher und Notizblöcke auf den Boden fallen lassen. Oh, sorry, ich habe dich nicht gesehen. Ich hatte erwartet, dass er mir dabei helfen würde, meine Sachen aufzuheben. Aber Ronald hat mir nur einen flüchtigen Blick zugeworfen, stieg auf sein Motorrad und fuhr davon. Was war das? Ich hatte so eine Reaktion nicht erwartet. Nun, dann würde ich wohl härtere Geschütze auffahren müssen. Ronald war sein Motorrad offensichtlich wichtiger als alles andere und ich dachte, das könnte ich zu meinem Vorteil nutzen. Ich habe einen ganzen Abend im Internet verbracht und alles gelesen, was ich über Motorräder finden konnte. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und sogar ein paar Zeichnungen angefertigt. Bis zum Morgen konnte ich einfach eine Unterhaltung über Motorräder führen. Am nächsten Tag habe ich gewartet, bis der Unterricht vorbei war und habe wieder nach Ronald auf dem Parkplatz gesucht. Als er auftauchte, tat ich so, als hätte ich mir sein Motorrad näher angeschaut. Und als er näher kam, sagte ich irgendwie gleichgültig, nettes Motorrad, aber die Stoßdämpfer sind von einem anderen Modell. Ronald sah überrascht aus und fing an, mir zu erzählen, dass er sein eigenes Motorrad zusammengebaut hat. Ich hatte endlich seine Schwäche gefunden. Wir haben angefangen, über Motorräder zu sprechen und er hat mich sogar angelächelt. Oh, ich war so glücklich. Wir hatten fast schon zugestimmt, einander nochmal zu treffen, als seine Freundin Melissa plötzlich neben ihm auftauchte. Sie setzte sich sofort auf das Motorrad und sagte, »Ron, wir sind spät dran. Lass uns losfahren.« Er lächelte mir zu, stieg aufs Motorrad und dann sind sie davongefahren. Ich hatte keine Gelegenheit, irgendetwas zu sagen. Ich war wirklich in ihn verliebt. Seine Stimme, sein Lachen und wie er mich ansah. Ich mochte ihn und daran konnte ich nichts ändern. Es schien, als würde er mich auch mögen. Also entschied ich mich dazu, für mein Glück zu kämpfen. Es war Zeit für verzweifelte Maßnahmen. Ich habe angefangen, Liebesbriefe von einem geheimen Verehrer in Melissa Spinn zu werfen. Ich habe auch ein Gerücht in der Schule verbreitet, dass sie heimlich mit jemand anderem zusammen war. Ich musste nicht lang warten. Ein paar Tage später hat Ronald eine ziemliche Szene gemacht. Er schrie Melissa an, hat sie beschuldigt, sie würde fremdgehen,
Doch sie konnte nur antworten, dass sie nichts dergleichen getan hatte. Und das war mein Stichwort. Während sie sich immer noch stritten, ging ich auf Melissa zu und reichte ihr einen Brief, den ich gerade geschrieben hatte. Der ist für dich, Melissa. So ein Typ hat ihn mir gerade am Schuleingang gegeben, sagte ich unschuldig. Ronald riss mir den Zettel aus den Händen und las ihn. Ich wusste es, schrie er. Es ist aus, ich mache Schluss mit dir. Und ich will dich nie mehr wiedersehen. Er drehte sich um und ging. Wow, ich hatte es endlich geschafft. Ich holte ihn auf dem Parkplatz ein und sagte, es täte mir leid. Wobei ich versuchte, so ehrlich wie möglich zu klingen. Er brauchte jemanden, der ihm den Rücken stärkte. Und ich war zur rechten Zeit am rechten Ort. Er sagte mir, wie sehr er Verrat hasste. Ich sagte, ich würde völlig verstehen, was er meinte. Wir unterhielten uns ungefähr eine halbe Stunde und ich schlug vor, dass wir uns mal außerhalb der Schule treffen könnten. Glücklicherweise sagte er ja. Danach war es einfach. Als wir uns das erste Mal trafen, sind wir nur in ein Café gegangen. Beim zweiten Mal ins Kino. Beim dritten Mal hat er mich auf sein Motorrad herumgefahren. Und nach dem vierten Mal hatte Ronald Melissa völlig vergessen und erzählte mir fröhlich davon, wie er in der Garage an seinem Motorrad herumgebastelt hat. Kurz gesagt, er wurde schnell mein fester Freund. Ich bekam, was ich wollte und war auf Wolke 7. Natürlich hat jeder in der Schule das sofort bemerkt und Ashley fing an, mich überrascht zu fragen, wie ich das geschafft hatte. Ich war so stolz auf mich selbst, dass ich ihr alles erzählt habe. Ich dachte, Ashley wäre beeindruckt. Doch das Lächeln verschwand plötzlich von ihrem Gesicht und sie sagte nachdenklich, Dorothy, aber das ist so unehrlich. Ich sagte meiner Freundin, dass jeder für sein Glück kämpfen müsse. Auch wenn das bedeutete, dass man nicht fair spielen konnte. Lag ich da falsch? Glaubt ihr, Ronalds Ex-Freundin hat danach aufgegeben? Schön wär's. Melissa hat versucht, ihn zurückzubekommen. Einmal kam sie auf dem Schulparkplatz auf uns zu und hat versucht, ihn zu überzeugen, zu ihr zurückzukommen. Sie sagte, sie habe ihn nicht betrogen und dass es bloß ein dummer Scherz war. Ich war auf so einem Zug vorbereitet. Ich hatte vor langer Zeit schon erkannt, dass Melissa wirklich hübsch, aber auch wirklich dumm war. Daher hatte ich keine Schwierigkeiten, Ronald davon zu überzeugen, dass sie log und man ihr nicht trauen konnte. Natürlich hörte er auf mich und wir fuhren zusammen davon und ließen sie allein auf dem Parkplatz zurück. Ein paar Wochen später habe ich herausgefunden, dass Melissa nicht mehr zur selben Schule wie wir gehen wollten und auf eine andere versetzt wurde, ohne irgendwem davon zu erzählen. Das war ein absoluter Sieg. Ronald und ich haben viel Zeit zusammen verbracht. Zuerst war ich völlig in seinem Bann. Dann hatte ich mich an ihn gewöhnt und genoss es einfach, die Freundin des coolsten Typen in der Schule zu sein. Doch dann hat sich etwas verändert. Nach einer Weile hat er angefangen, mich furchtbar zu nerven. Die Sache ist, dass er über nichts anderes als sein Motorrad geredet hat. Er war an nichts anderem interessiert, hat nichts Neues geschaut oder gelesen. Und nachdem er mir allen Ernstes gesagt hat, er glaube, die Erde sei flach, erkannte ich, dass ich einen furchtbaren Fehler gemacht hatte. Ronald war ein absoluter Idiot. Wieso hatte ich das nicht sofort erkannt? Melissa und er waren wie füreinander gemacht, doch es war zu spät. Er war Hals über Kopf in mich verliebt. Erst da erkannte ich die Situation, in der ich mich befand. Ich fing an, mich von Ronald zu verstecken, weil ich es nicht aushalten konnte, noch mehr von seinem dummen Unsinn zu hören. Doch je mehr ich ihn ignorierte, desto mehr nervte er mich. Er würde vor dem Klassenraum auf mich warten, damit wir die Pause zusammen verbringen konnten. Oder er wartete nach dem Unterricht auf dem Parkplatz auf mich. Er wartete sogar morgens vor meinem Haus auf mich. Ich konnte es echt nicht mehr aushalten, aber ich konnte ihm nicht sagen, dass ich ihn nicht mehr wiedersehen wollte. Eines Tages habe ich mich von Ronald in einer Schultoilette versteckt, als meine Freundin Ashley mich gefunden hat. Sie hatte mich gefragt, was ich da tat. Und ich musste ihr sagen, dass ich einen Fehler gemacht hatte und nun durch die Aufmerksamkeit von diesem Idioten leiden musste. Ich brauchte jemanden, der mich unterstützt und bat meine Freundin, mir zu helfen. Doch Ashley wurde plötzlich wütend und sagte drohend, »Du hast seine Beziehung mit Melissa kaputt gemacht und willst jetzt mit ihm Schluss machen? Das ist so mies! Das hätte ich nicht von dir erwartet!« Sie lief davon und ich hielt mich weiter versteckt. Was sollte ich als nächstes tun? Ich verlor schon Freunde wegen ihm. Ich wollte nicht mit ihm zusammenbleiben, weil er mich viel zu sehr nervte. Aber ich konnte mich nicht dazu überwinden, es ihm einfach zu sagen. Und dann schmiedete ich einen großartigen Plan. Ich kam heimlich mit Nathan zusammen, einem Typen aus einer anderen Klasse, der mich mochte.
Das war gar nicht schwer. Ich lächelte ihn ein paar Mal an und ließ ihn mich um eine Verabredung bitten. Innerhalb von ein paar Tagen war sich Nathan sicher, dass ich seine Freundin war. Aber das war nicht das, worauf ich aus war. Ich wartete darauf, dass Ronald es herausfand. Gerüchte haben sich in der Schule schnell verbreitet und eines Tages haben sie natürlich meinen Freund erreicht. Er wurde richtig wütend und schrie mich im Flur an, dass ich ihn betrügen würde. Ich habe ihn viele unschöne Sachen über mich sagen hören, aber das ist genau das, was ich wollte. Oh, ich verstehe. Dann ist es aus zwischen uns. Ich will dich nie wiedersehen, sagte ich mit Schmerz in der Stimme. Ronald warf mir einen hasserfüllten Blick zu und ging. In dem Moment bekam ich sogar etwas Angst. Hatte ich es übertrieben? Aber jetzt war es geschehen. Noch in derselben Nacht habe ich auch mit Nathan Schluss gemacht und ihm gesagt, dass er seine Rolle gut gespielt hatte und ich ihn nicht länger brauchte. Ich war endlich frei. Niemand würde mich mehr mit seiner dummen Liebe nerven. Nach dem Wochenende ging ich gut gelaunt zur Schule. Doch dann fiel mir etwas Seltsames auf. Jeder in der Schule hat sich sofort von mir weggedreht, als sie mich gesehen haben. Und als ich in den Klassenraum kam, hat mich keiner meiner Klassenkameraden begrüßt. Sie schien mich überhaupt nicht zu bemerken. Was ging hier vor sich? Ich wollte mit Ashley sprechen, aber sie wandte sich absichtlich von mir ab. Das ging entschieden zu weit. Ich schnappte sie mir und verlangte, dass sie mir sagte, wieso sie sich so verhielt. Hast du es nicht bemerkt? Niemand will mehr mit dir reden, sagte sie. Du hast dich so schrecklich verhalten, um die ganze Schule weiß davon. Wie sich herausstellte, war Ronald nach unserem Streit nicht mehr in der Schule gewesen und ging auch nicht an sein Handy. Niemand wusste, wo er war oder ob es ihm gut ging. Ich bekam Angst. Erst da erkannte ich, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Aber ist es wirklich meine Schuld, dass ich meine Gefühle verloren hatte, nachdem ich jemand besser kennengelernt habe? Was sollte ich tun? Bitte schreibt es unten in die Kommentare. Schließlich scheint es, als wäre ich nicht mehr willkommen in der Schule.